Hallo, schönen guten Tag an euch alle und einen schönen vierten Adventstag. Ich habe eine E-Mail gekriegt von meinem kleinen Freund Max. Und Max hat mir eine Frage gestellt. Ich habe sie auch mit Ihnen ausdiskutiert. Und er sagte, ob ich gerne dann mal ein Video drüber drehen möchte oder werde und euch zeigen will, was er mir gefragt hat. Weil er auch seinen kleinen Ford Ka foliert hat. Folieren heißt, hier haben wir das schöne Auto. Und es kommt auf dem Fahrzeug eine Folie drauf. Hier nur ein bisschen angedeutet. Folierung kennen wir ganz einfach von den Taxifahrzeugen. Heute dürften sie auch schwarz-grün rumfahren. Aber nee, aber an die Flughafen und so weiter und Bahnhöfe will die Taxigesellschaften, also die Aufsicht in Elfenbein, dass sie Fahrzeuge sind. Und dass sie besser zu verkaufen sind, sind sie foliert. Wie eben auch bei den Polizeiwagen, die sind normal ganz silber und da ist dann die blaue Folie drauf. Es gibt auch Firmenflotten, die haben ihre Autos auch foliert, also Folie drauf geklebt. Zwei Fragen entstehen, oder circa drei Fragen. Erstens, ist Folierung eine gute Sache? Folierung kann man machen, wie man Lust hat. Ich hatte auch schon mal ein Auto foliert, aber ich poliere gerne, deswegen habe ich normalen Lack. Hat Folierung einen Nach- oder einen Vorteil? Teilweise sagt man ja, man kann das Auto später mit einem anderen Farbton wieder verkaufen. Oder hat man eine Carbon-Motorhaube, Teilfolierung oder Dach gemacht. Pflege die Folie ist auch einfach. Man tut das Fahrzeug normal waschen, Waschanlage und so weiter. Man tut es nicht polieren mit Schleifmittel, man tut einfach Wachs drauf, dass die Folie auch geschützt ist. Punkt 1. Wie tue ich ein Auto folieren, mit die Folie bekleben? Ich kann es erstmal folieren lassen von einer Profifirma, machen die meisten. Oder wenn ich es selber mache, viel, viel Zeit brauche ich dafür. Ich kaufe mir die Folie, meistens ein kleines Cuttermesser dabei. Dann ist natürlich ein kleine Nadel bei. Wenn man irgendwo bei dem Folieren mit dem Plastikspachtel, kriegt man auch dabei, irgendwo eine Blase ist, tut man ganz kleine Löcherchen dran machen. Und dann kann man die Luft rausdrücken. Was ist die Vorarbeit, bevor ich überhaupt foliere? Das Fahrzeug wird gewaschen. Es wird nicht poliert und nicht gewachsen. Es wird sogar entfettet mit einem speziellen Mittel. Ich nehme meistens auch einen Spiritus oder was. Das Fahrzeug, auch die Folie, haftet. Was kann passieren, wenn er ist? Kann mehr Rost entstehen durch die Folie? In dem Sinne, nein. Weil ich ja, wenn ich den Lack versiegelt habe, aber auch sogar, wenn ich auf Rost geklebt hätte, Rost braucht zu entstehen immer zwei Punkte. Einmal Sauerstoff, also Luft, und Feuchtigkeit, Regen, Feuchtigkeit, Kondenswasser. Okay, man kann es machen, wie man will, folieren oder nicht folieren. Ich kaufe mir jetzt ein Auto, das Auto ist foliert. Ich will die Folie wieder runter machen. Was mache ich dann, um den Lack nicht zu beschädigen? Ich gehe hin, reiß die Folie runter. Dann ist auch der Lack mit ab, wenn ich Pech habe. Was mache ich, dass ich richtig die Folie abmache? Ich nehme einen Heißluftföhn und mache die Folie leicht warm und kann sie leichter abziehen. Meistens bleibt ohne jede Lackbeschädigung kriege ich die Folie ab, je nach wie lange die drauf war. Wichtig, nicht diesen Heißluftföhn auf der Windschutzscheibe halten, dann kann sie reißen oder auch nicht auf die Plastikteile wie Plexiglasscheinwerfergläser oder Rücklichter, die können sie verfärben oder verziehen. Sonst ist normalerweise keine Probleme und nicht viel zu beachten. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir eine E-Mail schicken über die Kontakte. Ist eine der ersten E-Mails. Ich beantworte euch so gerne. Oder wenn ihr Fragen habt, schickt mir eine E-Mail. Und ich will möglichst schnell dann Videos bringen. Ich sage nochmal, ciao, ciao. Schöne Grüße an euch, besonders an Max und seine Tante. Und ich wünsche euch noch einen schönen vierten Advent. Euer Manni. Ciao, ciao.